Letztes Wochenende organisierte der gemeinnützige Verein der ungarischen Vertragsarbeiter in der DDR einen Ausflug nach Sexad. Gestern war ein festliches Essen. Also wir waren zusammen 88 Leute hier im Hotel Merops. Und heute werden wir die Stadt ansehen. Die Fremdenführer sind schon da. Und wir werden am Vormittag die Stadt angucken und am Nachmittag werden wir die Keller besuchen und am Abend werden wir die Führung ansehen. Neugier, Abenteuerlust, ein anderes Land und eine andere Kultur zu entdecken, das motivierte die jungen Ungarn, die vor 40, 50 Jahren aufbrachen. Diejenigen, die aus einer schwäbischen Familie mit Deutschkenntnissen in die ehemalige DDR angereist sind, konnten sich leichter integrieren. Ja, also ich bin in einer schwäbischen Familie aufgewachsen. Wir haben zu Hause Schwäbisch gesprochen, ja. Und naja, meine Oma konnte kaum Ungarisch. Das war ein sehr großer Vorteil. Also wie wir angekommen sind in der DDR. Ich bin damals mit meiner Freundin, sind wir zusammen hingefahren. Also das hat sehr viel geholfen. Und also man musste viele Sachen erledigen. Und dann, das hat dabei sehr viel geholfen. Und ich konnte sogar hilfsbereit sein für anderen auch. Das stimmt so. Das stimmt so, ja. Und das, naja, das haben wir dann schnell übernommen, ja. Also, wir waren dann sehr dabei mit. Und mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir uns sehr gut verstanden. Also in der Freizeit sogar haben wir Ausflüge gemacht. Wir waren sogar im Winter, waren wir Skifahren in Oberhof. Und das hat uns immer noch mehr also zusammengeschweißt. Ja. Die Tapfereren machten sich ohne Sprachkenntnisse auf den Weg. Also 1969 habe ich mein Abitur gemacht in Waadt, in dem damaligen Löwy-Sándor-Gepi-Polytechnikum. Und dann wusste ich nicht so richtig, was ich mit mir anfange. Und dann habe ich in der Pestmegyei-Hírlap gelesen, dass die Möglichkeit besteht, in die DDR zu fahren für 2 oder 3 Jahre. Und dafür habe ich mich dann entschieden und so bin ich in Radeberg gelandet. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich wusste nicht, wo Radeberg ist, aber von dem Radeberger Bier hat man schon gehört. Ich dachte, na ja, das versuchen wir mal. Und 2,5 Jahre war ich dort und dann habe ich zu einer ungarischen Montagefirma Hürtechniker gewechselt und dort habe ich aber schon als Dolmetscher gearbeitet, weil ich in ziemlich kurzer Zeit sehr gut Deutsch gelernt habe. Und dann musste ich mich nicht mehr umziehen, musste ich nicht mehr arbeiten. So habe ich dann ein bisschen angefangen, auf der Rangleiter hochzuklettern. Und ich lebe heute noch, eigentlich zum Teil in Leipzig. Habe irgendwann mal, ein paar Jahre später, eine sehr hübsche Frau, also damalige Freundin, Michaela, Sachsenmädel, und wir haben dann geheiratet und dann sind wir nach Ungarn gezogen. Sie hat wiederum sehr schön Ungarisch gelernt, spricht perfekt. Und jetzt leben wir zum Teil in Sachsen, zum Teil in Budapest, aber am liebsten sind wir alle beide in Siglinger. Die Vorsitzende des Vereins, Marta Gerge, arbeitete zwischen 1980 und 1983 als Mikroelektronikerin in Erfurt. Als wir zusammen sind, wir fühlen, dass wir so sind wir zusammen wie eine große Familie. Wir waren als Kind in der DDR, wir haben dort erwachsen, wir haben einander immer geholfen. Den Älteren haben wir immer gefragt, was wir machen müssen. Wir haben dort gelernt zu sparen und schön alles einrichten. Und wenn wir nicht zusammen sind, dann fehlen die anderen. Wir fragen immer, was ist mit ihm, was macht er, was ist mit der Familie.
Und wir sind froh, wenn wir monatlich irgendwie in einer kleinen Gruppe oder an einem großen Treffen zusammen bin. Wir fahren jedes Jahr in die Städte, wo wir gearbeitet hatten. Wir pflanzen Bäume, Erinnerungsbäume. Wir haben schon in Berlin, Erfurt, Rostock, Dresden, Radeberg. Ich habe ein anderes Land kennengelernt und die Leute habe ich kennengelernt und auch die Sprache. Ich habe so mehr bekommen während dieser 3 Jahre. Und das war schön und wir erinnern an diese 3 Jahre sehr gern. Und wenn wir hinfahren, das ist so wie ein anderes Heimat. Also so, wir sind dort auch zu Hause und hier auch zu Hause. Islogen, ein Traum wurde wahr, inspirierte das DDR-Fernsehbärchen Das Sandmännchen. Lebensanschauung, Erfahrungen, Sprachkenntnisse, Freunde fürs Leben und die Stärke einer zusammenhaltenden Gemeinschaft brachten sie mit nach Hause.